Herzlich willkommen zurück zu Mittelerde, Schatten des Krieges, mit mir, dem Mirius und natürlich euch, den Zuschauern. Es geht jetzt weiter, nachdem wir Minas Morgul erobert haben, von Celebrimbor verraten worden sind und ein, Nazgul geworden sind. Auch zwar noch nicht unter Saurons Fittiche, aber Nazgul so oder so. Wir müssen noch Champion schlagen. So, jetzt kannst du auch dahin gehen. Und ein bisschen was machen, mein Lieber. Champion. Weißt du dich schon genauso wie ich? Blutstreicher. Niemand kann mir das Wasser reichen. Was werden wir eigentlich gleich sehen? Erstmal runterziehen, ne? Na, 5 Level mehr, dann wär's ausgeglichen, ne? Aber das Legendär gegen Normal. Vielleicht macht das Legendäre was aus. Oh, aber stellt sich schon mal richtig gut an. Jawohl. Der macht den einfach weg. 5 Stufen. Greift er jetzt nicht so Billotypis an. Oh, er ist benommen. Er hat Furcht vor Feuer. Oh Gott, wenn du jetzt deswegen stirbst, ne? Kargo, rette ihn. Kargo, rette ihn. Kargo macht einfach gar nichts. Ja, und sofort wieder benommen. Er hätte gewinnen können, aber hat sich dann gesagt, ja, ich möchte nicht gewinnen. Wie kann man nur so dämlich sein? Ja, die ganzen Sachen bekomme ich nicht. Vielen Dank. Der hatte den Sieg in der Hand. Aber nö, bloß nicht. So, du einmal schön her. Ja, die wollen ein bisschen mitmachen. So, nochmal Eis ins Gesicht. Der ist wirklich unerschütterlich. Ja gut, dann ist er jetzt verbrannt. Oh, der war übel. Beim Fallen noch geköpft. Also Kampfguru Champions, wir haben ja noch ein paar. Orlok. Komm, Gal, das machst du jetzt. Ich zeig dir, wie man kämpft. Langsam werde ich aber durstig. Nach Blut. So, du hast 4 Stufen vor dir. Junge, was machst du da? Ich kann die Kamera nicht drehen. Ich kann mit der Kamera gar nichts machen. Ah, jetzt sind wir soweit. Was ist das bitte für eine... Von unserem kleinen Ork, die Orloks, die ihm folgen, greifen den Boss Orlok an. Und der Boss Orlok, seine Kargo, greifen den Kargo vom Typ hier an. War jetzt nicht mehr, aber trotzdem. Ja. Irgendwann wird's spannend. Aber so nicht. Auch schon wie der größer ist als die anderen zwei. Über den Kopf größer. Jung, wirfst du mal was oder kraulst du dir die Eier? Oder die von deinem Cargo? Na? Wirklich? Bestialischer Rausch jetzt. Okay. Ja, endlich mal. Geht doch. Meine Fresse, muss es dir das echt angucken. Das sah irgendwie komisch aus, aber cool.
Endlich haben wir die Champion-Sache. Geile Strategie. Ja, das habe ich alles bekommen. Krass, ne? So, neue Verbesserung. Unsterbliche Loyalität. Wähle mal im Menü einen toten Gefolgsmann aus und drücke Dreieck, um ihn als Wiedergänger aufzuwecken. Wiedergänger können keine Stufen hinzugewinnen. Sie sind Feuer gegenüber empfindlich, aber Gift macht ihnen weniger aus. Wiedergänger verlieren ihre Stammeszugehörigkeit und ihre einzige Persönlichkeit. Sie werden dich nie hintergehen. Ja, also sind scheiße. Ganz einfach. Jetzt können wir die Welt erobern. Naja, können wir zumindest machen. Cool, wie bei Krieger, Champions und bei Maden derselbe kommt. Gibt es nur noch den einen hier, oder was? Schack der Schamlose. Guckt euch mal den an. Der war vorher Schack der Sänger, ne? Das ist auch eine der Art, wie einer sich verändern kann durch Beschämen. Fluchwärter und Giftwärter. Herr der Jagd. Immun gegen Hinrichtung. Giftfest. Den gucken wir uns jetzt mal an. Der Schamlose. Den habe ich früher so beim allerersten Mal, wo ich Schämen gemacht habe, bekommen. Da ist er. Level 75, kein Problem. Ja, komisch, ne? Vorher hieß der, der war irgendwie Level... Bist du Pferdsucher? Du bist Pferdsucher. Ja, schön. Ich wollte nicht runter, dankeschön. Genau, ich wollte hier hoch. Moment. Ein Pferdensucher, der Schaden durch Schleicheingriffe bekommt, ist immer ganz lustig. Nazgul. Hallo. Na, mein Freund, wie geht's dir? Erinnerst du dich? Du hast versucht, mich zu demütigen. Du hast mir dein Zeichen verpasst, aber es brachte nichts. Statt Schande fühlte ich Stolz. Ich akzeptierte das Zeichen und wurde neugeboren. Jetzt werde ich dich töten. Ja, jetzt ist er meine, praktisch meine weiße Hand. Aber du musst jetzt noch mehr holen. Als Schande über dich, nicht über mich. Das wollen wir mal sehen. Du bist zu hochstufig, mein Freund. Ah ja, war es ja im Mund gegen Hinrichtung. Stimmt ja, da war ja was. Na, ich steh im Feuer fest. Finde ich aber nicht so nett. Das Feuer hat dir auch zugesetzt, mein Lieber. So, jetzt schön runter. Jetzt muss ich dich nochmal beschämen. Jetzt wird nicht wahnsinnig. Okay, cool. Ja, mit 63. Jetzt möchte ich den aber haben. Schande. Wie schade. Nicht so willensschwach wie da kommt der direkt wieder. Ich werde dir zeigen, wie man gegen einen starken Uruk ohne Schande kämpft. Ich bin nicht so willensschwach wie die Mane, die du gedemütigt hast. Ich habe dich gerade gedemütigt. Was bist du für ein Dödel? Ach, wirklich? Komm schon, raus da! Ich hab nicht mal angefangen, mich hier drin zu suhlen. Musst du kurz warten, bis wir wieder Fokus haben. Dann kümmere ich mich um den Fernkämpfer. Ein Schnellschuss in den Kopf reicht anscheinend. Aua. Aua. Oh, ganz knapp überlebt. Gut, dass ich eine neue Rüstung habe, die mir mehr HP gibt.
Ich wollte eigentlich nochmal warten, bis ich nochmal Fokus habe. Hab nach links gedrückt, aber anscheinend nicht weit genug links. So, jetzt nochmal wir zwei Hübschen. Ich bin nicht so schwach wie die willenslose Made, die du gedemütigt hast. So, noch einmal schön auf Bord mit dir. So, schön nochmal den ganzen Busch hier anzünden. So, jetzt. Jetzt kommst du rein, Team. Mein Leben als Diener. Ja, passt doch, total. Ich bin nicht so willenslos wie diese wildschwache Made. Das war gut, ey. So ein Quatsch. Ja gut, ne? Hier brauchen wir keine so richtig krassen Orlocks. Das heißt... Moment. Da. Ausbildungsbefehle. Versetzen. Ich habe noch ein paar davon. Das heißt, die können kommen schön in meinen Katalog. Zur Garnison zurückgekehrt. Damit ich euch irgendwo hinpacken kann. Wo es uns an starke Krieger noch fehlt. Skak, der Schamlose. Super gut. So, dich auch. Dich finde ich cool mit deinem Flammenwerfer. Unser einer Typ hier kann hier bleiben. Dusch der Lebenstrinker. Oh, wir packen hier Zeug rein. Jetzt können wir das Spiel genießen. Guck mal hier, Level 15er. Legendär. Kannst dich hier schön drin verkrümeln. Tucker, der Beobachter. Es ist ja freie Plätze hier. Dich werde ich gleich gegen irgendwelche Uruks schicken, dass du dann drauf gehst. Oder dich hocharbeitest. Gucken wir mal. Amok das Messer. Level 15. Siehst dumm aus. Wirst wahrscheinlich super schnell scherben. Das ist ein Schattenkargo-Reiter. Schattenkargo-Reiter ist so das Schlechteste an epischen Fähigkeiten, meiner Meinung nach. Guck mal hier, Level 28. Asla, der Zerstörer. Der sieht auch aus wie so ein Volldepp. Sollen sie ruhig machen. Sollen die hier irgendwas kaputt bauen. Hier könnt ihr sich ruhig austoben in Minas Morgul. Hab ich das gerade richtig gesehen? Warum? Hä? Warum sind da zwei Uruks? Oder irgendwelche, die da... Hä? So, 31er tue ich jetzt auch noch hier rein. Der machthungrige Ortok. Alles legendäre so. Futtermäßig. Aber wirklich? Warum? Armee bitte? Ich kann ja auch gar nicht auf die zugreifen. Weil die sollten eigentlich frei sein, die Plätze. Warum? Könnte ich nicht befehlen, den zu machen? Nö. Was ist das? Da schon nie gesehen. Okay, was machst du hier? Unterzieht sich eine Machtprobe. Unterzieht sich eine Machtprobe. Dann wollen wir mal gucken. Da wäre die erste Machtprobe.
Wollen wir mal gucken, wie unsere Leute sich jetzt aufleveln versuchen? Ich glaube. Okay, dann darf ich halt keinen Schleich beherrschen. Aua. Ach man, oh. Das war doch 1A der Todesmove, aber cool. Warum durfte ich das jetzt nicht machen? Fucking, wirklich? So, Dreieck incoming. Mann, ich hatte ja richtig viel davon, diese Interaktion. Komm, noch einmal. Naja, Hauptsache, wenn wir die Mission starten, dann haben wir wieder unsere letzte Chance voll. Ah, ich hab's auch richtig gehört. Hurra, der Spalter, giftig legendär, hä? Und ein Fährtensucher wieder mal. Warum sind hier im Kolosseum so viele Fährtensucher unterwegs? Oh, bist du gebrochen? Na, jetzt bist du tot. Nette Interaktion. Prakte Rasende. Oh, hat ein hübsches Grinsen. Bahnchance vor gut. Aua. Solange ich noch Macht habe. Aua. Nein, nicht dich. Sondern dich da. Kopftrefferchen. So. Die können wir jetzt auch noch mal kurz voll machen. Warum wird mir da angezeigt, dass da noch legendäres Zeug rumliegt? Was soll das denn? Hallo. Aua. Rüstung des Dreschen. Kann ich irgendwohin mich hin teleportieren? Nein? Cool. Nett, dankeschön. Wer bist du? Du hast meinen Blutsbruder getötet. Oh. Hast dich aber dumm angestellt. Level 28er Leichenfresser. Hallo, Explodiertypen, die hinter mir angekommen sind. Immer schön, wie die dann in der Luft voll eingefroren werden. Und tschüss. In der Luft verbrannt. Kann auch nicht jeder von sich behaupten, dass er sowas erreicht haben kann. So, mein Lieber. Okay, gut, das hat sich jetzt echt nicht gelohnt. Die sind auch nicht weit gekommen. Nein. Dann halt nicht. Dankeschön. Ich muss aufpassen, ey. So könnte von einem einfachen Soldaten umgenietet werden. Wenn ich zu lax spiele. Aber mittlerweile, ehrlich gesagt, können wir das machen. Bärchen wird schneller. Hört ihr schon so hochwertige Ausrüstung? Wir haben eigentlich so super Zeug. Also für mich schon. Ja, wer bist denn du? Der Unverwüstliche. Ja, er ist auf jeden Fall unverwüstlich. Sollen wir es mit dem anlegen? Das könnte arg ins Auge gehen. Also, warum nicht? Ach, ich finde, ich kann mich schon vor dir verstecken. Warum über dir? Hat denn jetzt nicht gerade viel Schaden gemacht? Die Schleicherei klappt vielleicht bei den Trotteln. Mich legst du nicht so schnell rein. Ich hab dir doch ein... Na, egal. Ach, er ist erzürnt. Warum bist du immer vergiftet? Wo kommt mein Gift her?
Ich muss auch noch mal. Wo kommt mein Gift her? Da kommt mein Gift her. Nein, lass das. Das ist natürlich ein Brecher. Ja, man setzt sein Schild ein? Nein, man setzt natürlich nicht sein Schild ein. Ach, der war doch immun, oder? Er zündet durch Gift. Warum vergifte ich dich mit einem verkackten Pfeil? Ich habe bei meinem Pfeil Fluch. Oh, das ist jetzt auf einmal Gift geworden. Nee, 50% Chance, dass ein Kopftreffer Gegner vergiftet. 50% Chance, mit einem kritischen Treffer zu vergiften. Oh, Kopftreffer ist Gift. Dann, oder? Gift? Ja, erzähl mal was Neues. Immerhin sind die Pfeile. Okay. Ich brauch den nur aufgebrochen zu halten. Die ist die ganze Zeit erzürnt. Hör mal auf, Mann. So, du bist es eigentlich aufgebrochen, HP sein. Jetzt komm schön nah am Rand. Du bist nämlich ein Brecher. Ich möchte das Ganze nicht nochmal vollführen. Ach nee, du bist ja unerschütterlich. Hey, du kannst nie gebrochen werden. Und greifen kann ich dich auch nie dadurch. Cool. Weißt du was? Da komm her, Grauk. Beim Zerschmettern muss ich mich nicht nochmal mit denen prügeln. Oder warst du ein bisschen schlechter? Nee, ne? Die geht einfach noch raus. Wo kommen die denn jetzt alle her? Wollt ihr mich verarschen? Ich hatte ein edles Zweikämpfchen mit denen und dann kommen die natürlich. Ich glaube, der ist doch Monster schlechter. Oder zumindest immun gegen ein bisschen. Jep, bisschen Zähmer. So, Karago, komm mal her hier. So, ich wollte nur dein Gesicht sehen. Dann erschieße ich dich einfach. Damit muss ich mich anscheinend auch nicht. Ach komm schon. Wirklich, ich konnte nichts machen. Da krieg ich den scheiß Schuss ab von dem Pässer da hinten. Oh, Glück haben muss. Ja, cool. Weil die sich unbedingt mit meinem Grauk auseinandersetzen mussten. Ich sehe nichts. Gut, Kamera. Ach komm schon. Meinst du, ich brech gleich zusammen? Wie sehe ich denn aus? Wie eine zarte. Was da? Kamera, komm schon. Genau das wollte ich nämlich nicht haben. Also Schattenangriff war da die absolut falsche Wahl. Ich bin in der Säule drin. Cool. Mit dem zusammen. Möchte ich mal anmerken. Ich will hier raus. Kann ich aufsitzen? Ich bin anscheinend über den drüber gesprungen. Ich sehe nichts! Hilfe! Oh, ich konnte auf den Grauk aufsitzen. Mein Grauk hat mich gerettet. Der ist fast wieder voll. Einfach meine Säule verschwinden, kein Problem. Dankeschön.
Headshot-Angriff. Dankeschön. Also. Gehen wir dann nochmal ins Inventar. Verbessern nochmal unser Zeug, damit wir zumindest Maximum Schaden machen. Kann ich dich jetzt... Ja, jetzt, wo die komplett aufgelevelt sind, die legendären Sachen, die kann man natürlich dann auch komplett aufleveln. Auf Level 64 zumindest. So, ich brauche jetzt mal ein paar Pfeile. Vorhin hat doch einer geschossen gehabt. Du? Nee, ganz sicher nicht du. Ach komm, Grauk, du hilfst mir jetzt gerade nicht. Noch sofort der Unverwüstliche, ey. Ich bin echt froh, wenn ich dich los bin. Okay. Na gut, wenn du uns so vergisst. Bitteschön. Hör auf, dich zu verstecken und stell dich. Du bist doch weggelaufen. Dann benutze ich einfach mal einen Schleichangriffe. Nein, nein, das machst du nicht. So schön. Hast du es vergessen, ne? Bestimmt so nicht. Niederschlag. Ach komm schon. Cool, wenn ich den nicht treffen kann, obwohl ich genau auf den drauf knüpple. Ah, diese Laufakrobatik immer. So, das ist jetzt nicht. Wie hinter dir. Ey, klappt. Auf mich stürzt du nicht herab, Klein. Das sag ich aber was anderes. Machen wir mal so, ne? Gereinigt. Tschüss. Boah, auf die muss ich ja jetzt echt unendlich oft schlagen. Und da krieg ich nur eine gelbe Sache, ey. Komm schon. Schnelles Umdrehen. Stimmt, sowas ging ja auch. Aber das kommt so selten. Ja, cool. Schleichangriff, ne? Ich hab ja gedrückt, aber hey. So, dankeschön. Dann fangen wir doch mal das an, wofür ich hierher gekommen bin. Du unterstellst dich einer Machtprobe gegen Karagor. Du reitest einen Karagor. Ich glaube, das ist ganz klar, wer gewinnt. Jetzt gut auf, Urux. Ich zeig euch, wie man's macht. Das will ich ehrlich gesagt sehen. Wow. Ich wollte schon sagen, der Reitkrago von unserem Typ ist ja schon zur Hälfte gebrochen. Was machst du da? Achso, die feindlichen Schützen angreifen. Okay, cool. Ach, das dauert noch zu lange. So, was hat dir das, wie viel hat das jetzt gebracht, hä? Der macht Problem. Oh, 4 Level, cool. Also unser Atzler hat auch die Machtprobe überlebt. Mit denen kann man es ja machen, ne? Ich verstehe nicht, warum ihr hier seid. So, du...
Gehst den da machen? Ich meine, ich gehe schon fast davon aus, dass ihr alle sterben werdet. Ah, vielleicht bis auf Ortok. Der stellt sich auf einen gleichgesinnten Battle. Nein, du bist keine Verstärkung, du machst den da. Bereits beschäftigt? Warum bereits beschäftigt? Du machst den. Ach ja, stimmt. Atzla. Warum kriegt der von seiner Machtprobe so viele Level? Aber der nur so wenig. Ah, komisch. Da machst du einen Überfall. Und jetzt möchte ich eigentlich nur sehen, wie das ausgeht. Das sind alles so Dreier. Na, Zeit verstreichen lassen. Da gucken wir uns mal an, wie das nachher wird so. Rumdümpeln in Minas Morgul. Das wird die Folge sein, ey. Naja, weil diese Schattenkriege, die werden noch richtig Zeit verstreicht. Ja. Komm schon. Isildurs Ring besitzt große Macht. Doch mit jedem Jahr, das du ihn trägst, wirst du schwächer. Bald ist nichts mehr übrig. Ja, tatsächlich redet jetzt Sauron mit uns anstatt halt. Isildur, nein, anstatt Celebrimbor. Tucke der Beobachter. Was soll das? Warum macht ihr denn nichts? Was soll das denn? Ihr Kanaillen. Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt was machen. Du macht ihr gar nichts. Ihr Spacken. Nein, ich möchte, dass du dir so Unbekannte macht. Ja, cool. Da sind jetzt so viele Unbekannt. Stimmt, wir können auch unsere Leute in die Kampfgruben schicken lassen. Also, dass unsere Leute sich gegeneinander machen, aber hey. So toll finde ich das nämlich nicht. So, gehst du mal den hin. Und du gehst den da machen. Und du gehst doch mal hin. Hat ihr oder was? Nein, du hast noch nicht was. Du machst. Gucke, der Ältere. Aber wenn er den besiegt, kriegt er 20 Stufen. Komm, mach mal den hier, kriegst du 11 Stufen. Anscheinend muss ich dabei sein. Weil sonst machen die einfach gar nichts. Die faulen Schweinchen. So, hätte es mal nicht herkommen sollen. Ich meine, das ist auch gut für unser Level, wenn wir uns da halt ein bisschen was machen. Und das kann man sich praktisch unendlich aufgeben, so diese ganzen Aufgaben, die hier sind. Und die ganzen Uruks. Gucken wir uns doch mal an hier. Kann ich mir die jetzt angucken? Nö. Warum? Warum sind die da? Hier, Kostslavenmeister, Level 65 legendär. Bestienfutter, hä? Epischer Fallensteller. Epischer Fallensteller ist ganz cool. Aber das war's dann auch schon. Besonders effektiv schien mir das nie wirklich zu sein. Lagerraubzug. Machen wir zumindest einmal was hier so. Ihr nutzlosen, faulen Trottel! Das sind ein Schlechter. Was soll ich nur mit euch? Verflucht! Hilft ja nichts. Also müsst ihr mir genügen. Legendär, hä? Hört erst auf zu töten, wenn keiner mehr übrig ist. Naja, legendär gegen legendär, ne?
Kopftreffertötung. Zwei. Ja, das war kein Kopftreffer. Shit. Ah, das war nur ein Kopftreffer, verdammt. Na gut. Der könnte mein dritter Kopftreffer werden. Gebonkt. Erfahrungspunkt ist ja auch echt süß. Aber mein legendärer Bogen. Mach meine Typis jetzt schon wieder nichts? Ey, ihr seid so faule Schweine, ne? Ist unglaublich. Wenn euch keiner irgendwie ans Händchen nimmt, dann macht ihr einfach gar nichts. So. Jetzt machen wir einen All-Out-Attack. Momentaner Angreifer. Dann machen wir erstmal die Schwächeren. Ach, ich kann nicht mehr reinpacken. Schade. Na gut. Gehen wir uns aber den Kampf angucken. Ich glaube, da hat sich etwas angucken. Das wird eine richtige Schlachterei. Und unsere Typen haben da nichts dran verloren. Aber meine Güte, wie die gar nichts machen, wenn ich jetzt sage, ja, mach das mal, während ich nicht da bin. Nö, wir doch nicht. Wir sind kleine faule Uruks. So. Level 62. Die Knochen. Der Knochenbauer? So, ich finde das auch schöner mit dem Grün, auch wenn das ominös und nasgulis aussieht. Hinrichtung. Ach, der richtet den hin. Ja, cool. Das kann ja was werden. Du denkst, du kennst Qualen und den Tod? Du armes, unwissendes Ding. Banditenstamm schlechter. Du redest nur. Ich werde dich trotzdem töten. Schon gut. Ich weiß, du hast marschieren, Kott. Eigentlich jede Art von Arbeit. Wie wär's mit etwas Ruhe? Für immer? Pff, immerhin hat er den mit Namen angesprochen. Der ist 50 Level über dir. Bester. Das wird irgendwie nichts, glaube ich. Unser Level 15er Sektion. Greift nicht mich an, ich befreie dich gerade. Greift doch alle zusammen Koff an. Oder auch nicht. Zurück auf den Boden. Na? Ich hab doch Beherrschen reingepackt. Warum dauert das so lange? Ich bin jetzt dein Herr. Ja, mein Herr. So, da kannst du auch für mich weiterkämpfen. Ich schütze dich. Ist der Hinrichtung entkommen. Menschenabschaum! Ja, hallo hier. Ich liebe es zu kämpfen, bis die Funken fliegen. Level 68, warum bist du aufgestiegen? Keiner ist gestorben durch dich. Aber trotzdem bist du aufgestiegen. Deine Sache ist auch voll daneben gegangen. Jawohl, draufhauen, Leute. Krüppelkeile. Rette mich! Ich kämpfe
weiter, Herr! Ihr macht das schon. Du hast hier nichts zu suchen. Jawohl, macht es. Ist absurd. Warum bist du absurd? Nochmal. Nicht doof. Warum bist du absurd? Furcht vor Feuer. Macht besessen. Wird auf einen stärkeren Feind trifft. Okay, das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Der ist ja 53 Level über euch. Also ist der ständig erzürnt. Okay, wow. Da hat jetzt... Wirklich? Amok, der macht das schon. Die machen das zusammen. Macht besessen ist bei sowas ja mal echt nice. Ja, und halt, wenn, weil der die ganze Zeit auf mich fixiert ist und mich angreifen möchte. Oh, wir warten, ne? Der macht das irgendwann. Die anderen gucken auch nur zu. Ah, ich geh mal ein bisschen weiter weg. Aua. So kleine Sklaven meinen, die können jetzt was tun. Wirklich? Der hat einmal den mit, zweimal Schild mit dem Schild gemacht. Ach, guck mal. Der Lorm. Der hat ihn jetzt von hinten erstochen, nachdem Amok fast alles gemacht hat. Oh, das war gut. Junge, die Wunde von dir. Der hat jetzt schon wieder überlebt. Schmerzlos. Ich zeig dir, wie tatsächlich, Level 84. Oh. Erzürnte Schwäche. Hallo, Level 84er. Ja, nicht ungefähr... Ach, das ist wieder so ein Bug, der Typ. Okay, cool. Ihr macht das schon, ne? Also, wenn sich nicht andere einmischen. Beide sind erzürnt. Ich möchte hier nur mal durch, ne? Oh, wir haben noch 11 Pfeile. Erzürnt von Schwäche und er ist erzürnt durch starke Gegner. Das heißt, die hauen sich die ganze Zeit wütend gegenüber. Ich bin hier, ne? Komm mal, Mook, das schaffst du. Level 15, du machst das. Komm schon. Jawohl. Ah, oh, von weit hinten. Der kriegt dadurch nur 7 Level, weil er den 84er gekillt hat. Okay, was kann denn das Schwert hier? Ich dachte schon fast. Stellt bei einer Bodenhinrichtung 70 Gesundheit wieder her, stellt bei einem kritischen Treffer 40 Gesundheit wieder her. Das ist eigentlich ziemlich nice. Eigentlich, aber diese Nachttötung des Hauptmanns, das macht für 10 Sekunden unbegrenzt, ist schon... Hui, ist das nice. Das ist doch so ein neues, ja. Hatte ich. Deutsches Dreschens hatte ich doch schon mal. Schnellwurf, Treffer ruft alle 8 Sekunden. Explosion wieder her. Das hatte ich schon mal. Das war so mein erstes. Genau. Einer meiner ersten Dolchis. Der ganze Strike von denen hier. Ich muss aber noch einen schlechter Stamm Ork der Stufe 55 mir aneignen. Hm, Schreckenlangbogen. Ein ebenso furchtregender wie tödlicher Langbogen. Aufgeladene Kopftreffer bringen die Köpfe von Feinden zum Explodieren und lassen Feinde fliehen.
Pro Fernkampftötung ein M-Geschoss zu halten ist langweilig. Schurkenbogen? Hatten wir Schurkenbogen? Ja, wir hatten beide schon mal. Na gut. Wie steht's mit hier? Rüstung des Dreschens. Na, hatten wir schon mal. Machtzuwachs von 9. Ja. Rüstung des Dreschens ganz glamourös golden. Töte eine Bestie. Mantel der Bestien. Okay, der Mantel sieht ganz cool aus in diesem Magenta-Farben. Verringert die Abklingzeit. Ja, sieht anders aus als der hier. Aber der ist auch Stufe 4. Und das ist eine Stufe 3. Hier nochmal zwei weiße Ringe. Haben wir es jetzt? Okay. Moment. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir machen hier eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich schalte wieder beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt. Ah, Baruch, der Stich? Vielleicht machen wir das nächste Mal eine Online-Blutdrache. Also wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich schalte wieder beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt. Mittelerde, der Schatten des Krieges mit mir, der Meeres, natürlich euch, den Zuschauern. Wenn es euch gefallen hat, und das hoffe ich doch sehr, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, weil ihr abonniert habt. Und natürlich, vielen Dank an dieser Stelle nochmal fürs Zusehen und, aua, wie gesagt, haut rein, Leute, bis dann.